meine Lieben. Und zwar, wo reisen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, ob wir nach links oder nach rechts müssen. Uff. Rangierbahnhof. Genau, hier haben wir nämlich jetzt wieder die extreme Hitze. Das heißt, wir werden aus dem Inventar jetzt tatsächlich mal... Wo haben wir es denn? Zack. Ein wenig Kühlnebel um uns herum hüllen. Jetzt sind wir ein bisschen safe und jetzt werden wir nämlich auch mal ein bisschen genauer gucken, was es hier so gibt. Guck mal, ein Puggy zum Beispiel. Was da wie so ein kleines Schnitzel am Grill steht. So. Ein Puggy befreit. Kühler Nebel halt. Weil guck mal, 2 Schritte weiter, ne? Dann wäre es ein leckeres kleines Schnitzel. Oder Spanferkelchen geworden. Das Puggy. Oh, der sieht so riesig aus. Guck mal, wie groß der aussieht im Vergleich, ne? Also, wir haben gleich einen Kampf vor uns. Kommt, pass auf, den kämpfen wir jetzt mal. 3 gleich. Ich würde tatsächlich jetzt mal gegen den roten Ketsu einwechseln. Ich selbst gönne mir jetzt mal ein Kraut. Da das vorher so scheiße angefangen hat und so scheiße lief. Hast du gesehen, so viel Schaden hat der Ketsu jetzt nämlich gar nicht kassiert. 388. Gut. Oh, jetzt sind gleich 2 sauer, ne? Aber es gibt jetzt eh gleich Wildschwein-Ragout. Und ich werde, komm, den hier jetzt mal wegschnitzeln. Einer weniger. Hatte das jetzt einen Effekt? Na doch, ein bisschen was. Der Kezo hat echt ein bisschen was eingesteckt. So, pass auf, jetzt greifen wir mal normal an. Oh. Ah. Hat aber gereicht. Aber die waren jetzt echt ziemlich behäbig, die Teile, oder? Und auch gar nicht so einfach zu bekämpfen. Aber warum leben so eine Schweine hier unten in so einem vulkanartigen... Oh, die Brücke ist kaputt. Können wir hier nicht rüberfliegen? Nein, offensichtlich nicht. Gut, das heißt, wir haben hier tatsächlich nur den Weg... welchen Weg haben wir denn hier jetzt? Diesen Weg. Hui. Ich hätte gedacht, wir hätten auf diesem Bildschirm, wo wir gerade waren, mehr an Weg oder sowas verpasst. Aber ist ja gar nicht so. Weil hier gar nicht so weit kam ja der Schnippschnapp. Der stand ja irgendwo hier oben, ne? Gut, also. Hier können wir nicht lang, weil Brücke kaputt. Ob wir die Brücke reparieren, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist das ja auch gar nicht unsere Aufgabe. So, jetzt werden wir angegriffen von diesem hässlichen Ding. Und das probieren wir jetzt einfach auch mal mit dem Rater. Ja, ja, guck mal, die sind jetzt schon wieder easy going. Oh, tschüss. Hey, guck mal, macht ja überhaupt keinen Schaden. Okay, also ich glaube, den Weg über die Brücke sind wir nicht gegangen. Ich glaube, wir sind hier nach links irgendwie gelaufen. Und ich glaube, theoretisch müssen wir da auch hingehen, von der Hauptquest her. Wir werden jetzt aber erstmal hier in die Richtung reingucken. Ich hoffe, wir kommen um dieses Schwein drumherum. Da habe ich jetzt irgendwie persönlich nicht nochmal Bock drauf. Aber da ist ja noch eine Brücke. Da werden wir jetzt einfach mal gucken, ob wir rübergehen können. Und ob wir weiterkommen. Siehst du? Ah, guck mal, das ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang. Warte, warte, warte. Na, wobei, jetzt sieht es gar nicht mehr so nach Monster aus, ne? Ist das nicht derselbe Fels, der den Bergwerkspfad blockiert hat? Ich schätze, das bedeutet, dass wir hier lang nicht nach Geoforkrit gelangen. Was willst du mir damit sagen? Ah, na wobei, guck mal, da ist doch ein Kopf. Hier ist ein Kopf, ne? Ja, hier ist ein Kopf. Und ja, hier ist ein Kopf auf jeden Fall. Ich stelle gerade fest, ich hatte nämlich vorhin ein Update von meinem Aufnahmeprogramm, dass ich jetzt gelegentlich auch irgendwie ab und zu mal wieder euch zeigen kann, wo ich hintippe. Das war ja mit irgendeinem Update genommen. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so wie vorher, aber ab und zu scheint es jetzt doch euch wieder anzuzeigen, was ich meine. Ist das verständlich, was ich meine? Wahrscheinlich werden einige davor sitzen und sagen, ja, ja, mach du mal. So, und das war es ja auch schon. Wow, aber das sieht schon echt krass aus, ne? Ob wir irgendwie nochmal ein Monster haben, was auch direkt in der Lava schwimmen kann? Ich finde es ja schade, dass wir mit Ratter hier jetzt nicht so rüberfliegen können. Aber gut, ist halt so. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir möglichst an diesem Schwein hier um die... Nee, wo müssen wir hin? Da lang, genau. Dass wir irgendwie hier jetzt vorbeikommen oder dass es uns hinterher rennt und angreift. Okay, gut, das heißt, wir haben nur diesen einen Weg. Okay, und jetzt sind wir wieder in den Tunneln. Aha. Und hier sind so viele hässliche Viecher. Also, links ist versperrt. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaube, wir haben nur diesen einen Weg hier. Genau, hier oben, ja, an der Stelle standen wir schon mal. Hier oben war nämlich der Schnippschnapp. Bevor er denn gesagt hat, hier, pass auf, da ist was hinter euch, und dann ist er weggerannt. Gucken wir mal. Gibt es jetzt erstmal Kraut? Okay, ja, warte, wir haben nur zwei Wege. Nee, wir haben nur einen Weg. Der ist versperrt. Ich wollte eigentlich dran vorbeilaufen, ne? Die sind so lieb. Die sind so lieb. Eigentlich ist das eine Schande, die anzugreifen, weißt du? Oh, dafür gibt es schlechtes Karma. Das merke ich jetzt schon. Dafür gibt es schlechtes Karma. Es tut mir leid, liebe Monster. Die sind so friedlich, die greifen uns nicht an. Die liegen einfach gechillt in den Minen rum. Na gut, jetzt ist es zu spät. Die Armen, die Armen! Ah. Aber ich habe das Gefühl, allzu weit müssen wir gar nicht mehr laufen. Gleis 2. Oh mein Gott, Leute. Okay. Okay, jetzt geht's richtig tief runter, ne? Hat kein Ende. Hä? Aber es ist nicht der gleiche Fahrstuhl, oder? Wir sind noch an einer anderen Stelle. Ein Speicherpunkt wäre jetzt ziemlich geil. Oh, da kommen wir auch noch nicht hin. Es macht mir so ein bisschen Angst. Naja, aber... gucken wir erstmal, wo wir hinkommen. Aber jetzt steht richtig Dovan-Vulkan, ne? Oh, oh, Katzawana-Stand! Mia! Es gibt hier wohl einen Katzawana-Stand. Ein Katzawana-Stand und... Mangeler und Schnippschnapp, Leute! Pass auf, wir probieren heimlich erstmal die Kiste hier zu öffnen. Aber was machen die zwei da? Erzähl doch nicht, dass sie es nicht mitkriegen, dass wir hier sind. Schade, hier können wir nicht hin. Okay, Leute. Hallo, was macht ihr hier? Mia, jetzt haben wir dich, Mangeler. Ich habe nicht erwartet, dass ihr es so weit schaffen würdet. Und nun pfuscht ihr Narren schon wieder in meiner Forschung herum. Aber eure Pläne wurden durchkreuzt. Hier ist Endstation für euch auswegslos. Wichtige Sachen muss man zweimal jagen. Das ist das letzte Mal, dass ihr mir in die Quere kommt. Adios, ihr nervtötenden Rider. Wieso? Oh ne, hat er jetzt irgendwie ein Monster, mit dem er uns jetzt angreift? Flüchten die? Hä? Hä? Dieser Stein! Das ist der gleiche, der den Eingang blockiert. Mangeler! Warum auch immer er dieses Bergwerk eingenommen hat. Das ist definitiv eine schlechte Nachricht für uns. Wir müssen etwas wegen dieses Steins unternehmen, ehe wir ihn aufhalten können. Hä? Aha, ist er uns gefolgt? Hat er uns nicht... Was hat er denn da für eine Mütze auf? Was hat er denn da? Sieht aus wie so eine Tüte mit Löchern drin. Oh, junger Ryder, du bist okay. Mia, wie seid ihr hierher gelangt? Ich weiß nicht warum, aber der Stein, der den Eingang blockiert hat, verschwand ganz plötzlich. Mia! Der Doktor muss ihn bewegt und hierher gebracht haben. Der Doktor? Es ist ein Krimineller, hinter dem die Autoren her sind. Und uns ist es gelungen, ihm bis hierhin zu folgen. Er muss irgendwo hinter diesem Stein sein, aber wir können ihn nicht bewegen. Das ist bestimmt ein Monster. Minenarbeiter. Es sieht so ein bisschen strange aus, was er da auf dem Kopf hat. Es sieht so ein bisschen nach Fetisch aus, ne? Naja, okay. Ihr braucht eine große Fassbombe. UG. Die Explosion sollte stark genug sein. Alles, was ich benötige, um eine zu bauen, ist ein Flammenstein. Hörst du das, Partner? Finde einen Flammenstein und wumms! ist der Weg zum Mangeler frei. Mhm. Und damit aktualisiert sich jetzt wahrscheinlich die Story-Quest. Genauso große Fassbomben. Dr. Mangeler war doch hier. Und der Stein, der den Pfad blockiert hat. Er hat sich bewegt? Jetzt ist der Weg frei, um Dombier und die anderen zu treffen. Wenn du ihm Flammensteine bringst, zerstört er den Stein mit einer großen Fassbombe UG. Was auch immer UG bedeutet. In der Verliensiedlung könnt ihr euch den Flammenstein schnappen. Um zur Siedlung zu gelangen, müsst ihr am Rangierbahnhof die Lore von Gleis 1 nehmen. Ihr müsst jedoch die Weiche umlegen, bevor ihr in die Lore einsteigt, um dessen Bestimmungsort zu ändern. Ich habe euch die Weiche auf eurer Karte eingezeichnet. Ich werde hier ein paar bombige Vorbereitungen treffen, solange ihr den Flammenstein besorgt. Die Lore auf Gleis 3 bringt euch direkt zum Rangierbahnhof. Im 0,nix seid ihr da. Denkt dran, die Lore auf Gleis 1 führt zur Verliensiedlung. Nun, selbst wenn ihr es vergessen solltet, schaut einfach nochmal auf die Karte. Wir zählen auf euch. Okay, das tun wir. Vermutlich können wir auch nirgendwo anders hin, ne? Also hier ist das gleiche Monsterding. Dieser Geruch! Es ist der gleiche wie der Fels am Eingang. Er ist sicher nicht runtergefallen, oder? Wie konnte das überhaupt geschehen? Ja, pass auf, oder die sind halt von dem Mangeler wieder irgendwelche veränderten Muster. Ich weiß nicht. So, pass auf, Gleis 3. Das ist jetzt diese lange Fahrt, ne, die jetzt über mehrere Bildschirme geht. Das war kurz. Haben wir den Katzawana aktiviert? Ich glaube, oder? So, das heißt, theoretisch müssen wir ja jetzt... Nein, ich will nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Auch du lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich habe eine Mission. Was? Ah. Das ist der Schalter für Lore Nummer 1. Nun können wir ihr NC zum Ort mit den Flammensteinen ändern. Gut, dann tun wir das. Zack, du hörst die Änderung der Gleise. Gut, also die Lore auf Gleis 1. Müssen wir mal gucken. Diese hier. Verliensiedlung? Da bin ich ja gespannt. Da wird sich Navirou ja gleich wieder wie zu Hause fühlen. Oh, ist das schön. Guck mal. Haben die sogar auch einen Laden? Aber ist sehr, sehr klein bei euch. Ist sehr, sehr klein. So, pass auf, oder? Das machen wir gleich als sympathische Neuankömmlinge. Wir räumen erstmal die Schatztruhe leer. Oh, Katzawana-Stadt. Geil, Leute. Richtig gut. Da können wir dann auch eine Runde speichern. So, ich weiß nicht, was uns dieses Symbol sagen soll. Was bist du denn völlig am Ausrasten hier? Bagger verliehen. Bums! Das süße Aroma von Flammenstein. So duften Explosionen. Du wünschst einen leckeren Flammstein? Na klar habe ich die Ware. Ich gebe dir diesen miezeklein, aber du musst mir versprechen, dass du ihn explodieren lässt. Sieht so aus, als ob das hier ein Flammstein ist. Fantastisch. Lass uns zum Fels zurückkehren. Jetzt, wo wir das heiße Zeug haben. Machen wir. Machen wir, machen wir. Oh, die ist ja auch süß. Oh... Na, wenn das mal kein heißer und verschwitzter Kunde ist. Heilung gefällig, TP und Herzen wieder aufgetankt. Jetzt neu mit Zenny Zurückgarantie. Bezahlen wir dafür jetzt was? Brandheiß und exklusiv. Unsere aktuelle Feuerheilmethode. Lassen Sie nichts anbrennen. Also Werbung machen können die Katzen ja, ne? Ganz genau. Unser Magmabad ist die heißeste Behandlung weit und breit. Wirkungsvoll und belebt. Genau, ins Magmabad. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn du dich da reinwirfst. Ach, Leute. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir reisen jetzt zurück. Der Weg geht ja schnell. Bring ihm da jetzt diesen Stein und gucken, was dann passiert. Aber erst müssen wir an diesem blöden Schwein wieder vorbei, ne? Und an dem Konchu. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Komm, spring rein. Spring einfach schnell in den Wagen rein. Schneller. So, sehr gut. Ist das die richtige? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, 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 doch. Sehr gut. Dann werden wir jetzt, glaube ich, gleich erstmal speichern. Tada! Bin ja gespannt, was er jetzt draus bastelt. Wir sind bereit. Trete zurück! Aber dafür standen sie noch ziemlich nah dran, ne? Das ist doch ein Monster! Ah, guck mal, das ist wieder so eins von Mangeler verunstaltet, ne? Wir sind beschwindelt worden! Das war kein Stein, es war ein Uragaan! Er sieht wütend aus. Und sieht ihr die Rüstung an? Er wird von Mangeler kontrolliert. Komm, Partner, lass uns reiten. Dann ist der Uragaan bald Urafort. Okay. Zeit zu kämpfen, Freunde. Ach du Scheiße, ach der Arme. Wer weiß, vielleicht wollte der eigentlich nur aus der Biene raus und um Hilfe bitten, ne? Oh Leute, na gut, dann gucken wir jetzt mal. Kopf, Pulverstein. Also, pass auf. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf den Kopf. Schwanzbomber. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob... Warte mal. Und wenn wir jetzt auf den Pulverstein gehen? Ich probier's mal. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob wir auf den Pulverstein gehen müssen. Ah, doch. Also, wow, wir haben gleich 2 Herzen verloren, ne? Weil wenn wir auf die Steine gehen, führt das ja zu einer Explosion. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich probiere es einfach. Aber siehst du mal, wir machen hier überhaupt keinen Schaden, ne? Wir machen einfach überhaupt keinen Schaden. So, pass auf, ich gehe jetzt. Oder hätten wir jetzt auf ihn gehen sollen? Wahrscheinlich hätten wir jetzt auf ihn gehen sollen, ne? Oh, ich weiß es nicht. Also, pass auf. Atemkampf! Rot. Yes! Komm, wir probieren es einfach mal. Riding ist immer gut. Aber so viel Schaden macht das gar nicht, ne? So viel Schaden macht das nicht. Pass auf, wir werden jetzt vielleicht einfach den roten Ketsu mal einsetzen. Unsere Wunderwaffe gegen alles. Wir selber werden jetzt einfach mal einen Trank nehmen. Und als nächstes sollten wir vielleicht noch ein Herz wiederherstellen. Kalkulieren? Was kalkuliert er denn? Ich weiß es nicht. Siehst du? Das ist doch gleich wesentlich effektiver. Es ist einfach wesentlich effektiver. Pass auf, wir gehen aber auf den Pulverstein. Wenn nichts hilft, hol den Kezo raus. Der regelt alles. Ich weiß. Bei dem bin ich tatsächlich verwirrt, welche Reihenfolge wir da nehmen. Ob jetzt Kopf oder irgendwas anderes. Deswegen kämpfe ich auch gerade so beschissen. Zumindest ist das Riding gleich voll. Also pass auf, wir werden jetzt mal einmal Vitale Essenz einsetzen. Zack, haben wir nämlich gleich wieder 2 Herzen. Und jetzt mit dem Ketsu ins Riding gehen. Diese war da, stand ja jetzt auch der Kopf mit bei, ne? Irgendwas hat er fallen lassen. Was? Oh, der ist aber auch echt schwer, ne? Was? Wie? Kein wilder Donneratem mehr. Warum? Doch, jetzt erst recht. Ich will wissen, warum. Oh, weil er sonst komplett ausrastet? Jetzt ist nur noch der Stein übrig. Bekämpfe den Stein! Jetzt bin ich wie bei Pokémon. Bekämpfe den Stein. Was? Erfolgreich den letzten Pulverstein besiegt. Hm? Das mit dem Stein habe ich jetzt tatsächlich nicht so verstanden. Hat er die gezeugt? Wir haben den Uragaan gezwungen, den Bergwerkseingang des Doktors zu hüten. Mehr! Unverzeihlich! Ihm hinterher! So, und die Story-Quest, meine Liebe, hat sich aktualisiert mit Flucht aus der Lavahöhle. Der große Stein war eigentlich ein modifizierter Uragaan. Mangeler und sein Assistent sind zum Dovan-Vulkan gerannt. Navirou benimmt sich schon wieder eigenartig, aber jetzt musst du durch die Lava hindurchgehen und sie verfolgen. Aber meine Lieben, ja, das werden wir leider erst das nächste Mal tun. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt mit den heutigen Folgen oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gleich noch eine Folge für euch aufnehme. Ja, zumindest hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und wünsche euch für die nächste Folge viel, viel Spaß. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns hier einfach wiedersehen. Und jetzt, meine Lieben, genießt einfach den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss.